Es sind so viele. Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet, als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, auf der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an. Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe.
Regine, Konstantin! Konstantin! Thank you.
ist ziemlich merkwürdig. Es weist skytische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein, unmöglich. Trinity hat schon zweimal große Männer zum Pfad des Propheten entsandt, und beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich, aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben, also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben. Und Trinitys Arbeit ist getan. General, wir haben in der Nacht Seltsames beobachtet. Unser Lager liegt oberhalb von Kitesh und die Stadt bereitet sich auf den Angriff vor. Sie glauben immer noch, dass der Angriff aus den Bergen erfolgen wird und werden unserem Ansturm von der anderen Talseite nicht erwarten. Aber ich muss berichten, dass am Turm im Herzen der Stadt etwas Unheimliches vor sich ging. Wir beobachteten, wie hunderte gepanzerte Soldaten ihn erklommen und anschließend ein Licht den Himmel spaltete. Das Geräusch erschütterte mich zutiefst. Es klang wie eine Armee hungriger Geister. Dann stiegen die Männer wieder hinab. Ich weiß nicht, was die Spitze dieses Turmes bereithält. Wir dachten, es seien Schätze. Aber es ist wohl etwas völlig anderes. Für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesh sind gebrochen und verstreut. Nur ich
überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen, es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Unglaublich. Der Stil wirkt antik, aber es zeigt einen Zug. Die Ankunft der Sowjets.
Los! Ich habe mir in dieser Eishölle eine Zuflucht eingerichtet, in einem verfallenen Turm. Ich habe genug Nahrung und Waffen, um mich zu verteidigen. Aber ich bin der letzte Überlebende. Bei Tag beobachte ich die unsterbliche Armee, verfolge ihre Wege. Sie folgen dem gleichen Muster, Tag ein und Tag aus, als ob sie träumen würden. Sie sind beängstigend, aber vorhersehbar. Was auch immer menschlich an ihnen war, wurde durch eine eiskalte Seele ersetzt. Ich muss vorsichtig sein, aber auch mehr herausfinden. Wenn die Quelle dies in den Händen eines Ketzers bewirkt, was könnte sie dann alles in den Händen der Gerechten tun? Die Halskette einer Frau. Aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss einer Adligen gehört haben. Etwas hinter dieser Barriere. Thank you.
Hier haben sie die Kranken gepflegt. Die Überlebenden müssen gelitten haben. Eine Vase, gefertigt aus Silber. Sie weist starke Abnutzungserscheinungen auf, zeigt aber ein Porträt des Propheten. Sie müssen begonnen haben, Handel zu treiben. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Dieser Banner, die Insignien der unsterblichen Armee. Damit dieses Tor zerstören.
Bald über sich! Ich muss das Tor niederreißen. Sieht aus, als könnte ich dieses Ding ausrichten. Vielleicht kann ich das Tor treffen. Das muss reichen. Dann mal los. Geschafft. Thank you.
Gott prüft mich. Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert. Genug zum Überleben. Der Khan befahl einst, ich solle wie seine Soldaten Bogen schießen und kämpfen lernen. Und ich bin dankbar dafür. Er gab mir seine eigenen Pfeile, die Rüstungen durchschießen. Das Eis versorgt mich mit genug Flüssigkeit. Aber es ist rot von Blut. Die Armee des Propheten bewacht jetzt eine tote Stadt. Das sind nicht die Soldaten, die uns am Stadttor empfangen haben. Sie sind irgendwie verändert. Unter ihnen ist ein Mann, den ich selbst im Kampf erschlagen habe. Den alten Legenden zufolge überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat, ihr seine Seele und erlangt Unsterblichkeit. Wenn das wahr ist, werde ich hier sterben. Begraben mit dem Geheimnis, das ich finden sollte. Bevor ich dich je halten konnte, hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briete ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Artefakt? Da drin. Aufmachen. Wer zur Hölle sind Sie? Ich vermute, das wissen Sie schon. Sie nennen sich selbst Trinity. Es könnte wahr sein. Das würde alles verändern. Ich habe Sie hingeführt. Wir müssen Sie zuerst finden. In Deckung! Teams, Augen offen halten. Treibt sie raus! Es muss irgendwo auf dem Anwesen einen Beweis geben, was Mom zugestoßen ist. Das Anwesen ist verflucht! Uns läuft die Zeit davon. Komm, dein Vater erwartet dich. Das ist nicht echt. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Mara!